Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute für einen Salat, aber ja, nicht so ein gesunder Salat, also dass man nur grüne Blättchen essen würde. Nein, es wird ein warmer Salat und es ist ein überbackener Salat auch noch. Ja, also schon wie eine richtige Hauptmahlzeit zu sehen. Ja, ich nehme hier, das ist Wurzelbrot oder so hieß das, also so ein bisschen rustikaler sieht es zumindest aus. Oft sieht es ja einfach nur so aus und es ist trotzdem nur Weißmehl drin. Ja, ich halte mich so ziemlich ans Rezept, das kann ich euch unten verlinken. Also da steht nämlich genau 300 Gramm und ich habe das durchgeschnitten und habe 301 Gramm. Ha! Wenn ich mal kein Augenmaß habe, ne? Wo ich mich nicht dran halte, ist, da ist angegeben 300 Gramm Cocktailtomaten. Ich habe fast 500. Aber die nehme ich auch alle. Ich finde es besser, so ein bisschen saftiger und die müssen auch weg. Aber erstmal fange ich damit an, dass ich den Backofen jetzt vorheize und zwar auf 200 Grad Umluft. Und im Originalrezept steht nämlich, man sollte ein kleines Brot nehmen, dann immer nur so eine Scheibe. Ich werde diese Scheibe dann einfach nochmal halbieren. Ich schneide mir das ungefähr in 1 cm dicke Scheiben. Also die 300 Gramm. Und werde mir das aber nochmal vierteln. Ich finde das besser, wenn die Scheiben nicht so groß sind. Dann kann man das wenigstens mit einem Haps dann auch auf die Gabel nehmen. Und ich finde auch, dass es sich dann besser gleich vermischen lässt. Also geviertelte Scheiben. Aber wenn ihr jetzt nur so ein richtiges kleines Roggen-Baguette-Brot nehmt, also was dann so den Durchmesser ungefähr hat, ja, dann würde ich empfehlen, es nur einmal zu halbieren. Und wenn mein Backofen jetzt gleich vorgeheizt ist, dann geht das für 12 Minuten auf mittlerer Schiene, soll das nur angeröstet werden. Also es soll hier nicht verkohlen, also das wäre dann ja wirklich zu kross. Also für 12 Minuten bei 200 Grad, natürlich so am besten hier verteilen, dass die nicht übereinander liegen, sondern dass jeder hier seinen Platz hat. Und am besten aber mal so zwischendurch mal durchrühren, dass dann auch die Unterseite nach oben, also dass das gleichmäßig wird. Also für 12 Minuten, sobald es hier piept. Aber die Zeit kann ich nämlich schon nutzen und ich habe hier einen Bund Frühlingszwiebeln. Und ja, da steht in schräge Stücke schneiden. Ja. Also ich habe die natürlich schon, da habe ich schon die erste Haut abgezogen und ich habe die gewaschen. Gerade in der jetzigen Zeit bin ich da ein bisschen, ja, doch empfindlich. In die Pfanne gebe ich schon mal 3 Esslöffel Olivenöl und das kann auch ruhig so viel sein. Besagt, das soll so viel sein. Oh, der Backofen ist vorgeheizt. Weil das gibt hinterher auch das Dressing. Also 3 Esslöffel. Aber jetzt packe ich erstmal das Blech rein. Also, es wird hier gestartet, eben schon mal erhitzen lassen und ich habe auch schon vorbereitet 3 Knoblauchzehen, also da weiche ich jetzt auch ab vom Originalrezept, da steht eine Knoblauchzehe. Eine Knoblauchzehe, bitte mich hier beleidigen. Und die Zwiebeln, die werden jetzt nur ganz kurz kommen, die hier in die Pfanne, also wirklich nur vielleicht 2-3 Minuten, weil also so roh vertrage ich die auch nicht gut. Kriege ich total am Magen, deswegen mal eben kurz angegart, denn das geht ja gleich nur noch mal ganz kurz dann mit in den Backofen, deswegen ja schon mal ein wenig angebraten zusammen mit dem Knoblauch. Und das geht ja hier alles heute zacki zacki gleichzeitig und deswegen erstmal hier noch mal meine gewaschenen, also deswegen sind hier die Schüssel Cocktailtomaten und die halbiere ich jetzt schon mal. Denn das kommt wirklich gleich direkt da hinzu. Also das geht auch wirklich ganz einfach. Das ist jetzt natürlich nichts, was man gut vorbereiten kann. Also doch, man könnte es vorbereiten, dann halt wirklich nur zum Überbacken nochmal kurz in den Backofen geben. Aber das ist jetzt nicht so ein Salat, den man irgendwo mit zum Grillen hinnehmen würde. Ich meine, vom Grillen sind wir noch weit entfernt, aber naja, wenn es dann mal wieder so weit ist. Und wirklich nach 2 Minuten mache ich jetzt schon die Platte hier aus, denn es fängt langsam an, dass der Knoblauch bräunt und da ist jetzt dann auch schon Schluss. Mehr soll es nicht sein. Also ganz, ganz schnell. Also das kommt jetzt direkt
von der Pfanne hier in die Tomaten. Und wie gesagt, auch schön auskratzen. Wir wollen das Olivenöl auch mit dabei haben. Das ist Bestandteil des Salats. Es ist jetzt ungefähr die Hälfte der Zeit rum, deswegen ich rühre mal eben schnell schon mal hier mein Brot nochmal durch. Mit beschlagener Brille jetzt. Und ich habe hier Himbeeressig, fruchtig. Ich mache ja auch Himbeeressig sehr gerne selbst. Allerdings habe ich keinen mehr da gehabt, deswegen musste ich jetzt hier kaufen. Weil so schnell hätte ich den ja jetzt auch nicht gemacht. Und da kommen ran 3 Esslöffel. Wie bei einer guten Vinaigrette. Ja, 1:1. Öl und Essig. Ja, das wird kurz vermischt. Und es wird gesalzen und gepfeffert. Bei mir sind noch 4 Minuten und deswegen bereite ich hier schon mal vor meinen Raclette-Käse. Da habe ich nämlich auch ein super Schnäppchen gemacht, weil jetzt, wo die Raclette-Zeit langsam vorbei ist, da gibt es den immer sehr günstig. Ja, da habe ich mit dieser Lidl-App nämlich nochmal 50% gespart. Ja, ohne Werbung dafür machen zu wollen. Aber das ist im Moment echt meine Lieblings-App, weil, ach ja, ich meine, sie bekommen mein Geld, ja, aber mit so kleinen Geschenkchen, die sie einem machen mit diesen blöden Coupons, ja, da bin ich voll Opfer, da springe ich voll drauf an. Ne? Also kann ich total empfehlen, die Lidl-App. Da nehme ich eine halbe Packung, also da steht 400 Gramm, ist es glaube ich ein bisschen weniger im Originalrezept angegeben als 200, aber naja. Ich habe auch ein bisschen mehr Tomate und das schneide ich mir einfach jetzt in Streifen und den kann man auch super einfrieren. Also die Hälfte, die friere ich jetzt einfach gleich ein, seitdem ich meinen Tiefkühler habe, also meine Tiefkühltruhe im Keller, bin ich ja total großkotzig, was hier das Einfrieren angeht. Bis ich da dann auch an meine Grenzen stoße. Und dann muss ich auch wirklich da mal was verbrauchen. Aber ich bin von Sternzeichen Hamster. Ich kann nichts dafür. Wenn ihr das jetzt machen wollt und die Raclette-Käsezeit ist vorbei, da kann man natürlich auch einen schönen Bergkäse oder so nehmen. Also was schon ein bisschen geschmacksintensiver ist. Ne? Aber ansonsten natürlich auch Emmentaler oder was. Ne? Ja, also das ist schon mal vorbereitet. Das Brot ist jetzt gut vorgeröstet und kommt jetzt hier in den Salat rein. Und der Backofen ist jetzt kurzzeitig mal auf 240 Grad Umluft hochgeschaltet worden. Einfach nur, weil es gleich noch ein paar Minuten dann reinkommt, um zu überbacken. Also, das läuft schon gleichzeitig nebenher, dass der jetzt nochmal Temperatur an Fahrt aufnimmt. Das wird kurz durchgerührt und ich finde das mit den Cocktailtomaten, dass ich da ein bisschen mehr genommen habe, auf alle Fälle besser. Ich finde, sonst wäre es ein bisschen trocken. Also wir wollen ja nicht nur Brot. Ja. Und man riecht den Himbeeressig ganz toll. Also gut durchgerührt. Und es kommt jetzt hier noch der Käse hinzu, den ich hier schön auseinander und das wird auch nochmal verrührt. Denn es soll nicht wie so ein Brett oben überbacken, sondern so dazwischen aufschmilzen. Und ich habe hier meine 3 feuerfesten Schälchen. Und da wir heute zu dritt essen, also ich bringe 2 Portionen gleich weg, dann teile ich mir das in 3 Pfannen hier auf. Aber das ist schon so eine Menge, das hätte man, also wenn man es jetzt wirklich nur als Beilage essen möchte, dann reicht das natürlich für mehr. Bei uns ist das ein Hauptgericht, deswegen ist das schon eine etwas größere Portion. Und man könnte es natürlich auch in einer Auflaufform machen und würde es dann hinterher da normal raus servieren, aber ich finde, das macht doch ein bisschen mehr her, so fürs Auge. Und ich bereite mir hier schon mal vor, einfach ein paar Basilikumblättchen. Oh, es ist vorgeheizt, also das geht jetzt erstmal für 5 Minuten nochmal in den Backofen. Naja, und mein Basilikum, den bereite ich mir jetzt vor. Der kommt gleich einfach noch ganz schick und ja, ambitioniert noch drüber. Und dann nehme ich ungefähr hier so ein halbes Pöttchen. Aber wasche mir natürlich die Blätter noch und trockne sie.
Also ich habe mich da genau an die Zeiten auch gehalten. Ja, und ich finde, es sieht richtig grandios aus. Also das ist weniger ein Salat, als dass es eigentlich eine richtige Hauptmahlzeit ist. Und ich meine mit dem Brot sowieso. Ich habe in meinem Airfryer eben noch einen panierten Schafskäse oder Hirtenkäse, sagen wir mal so. Den esse ich gleich noch dazu. Aber jetzt erstmal die Geschmacksprobe. Schön knusprig. Jetzt noch mit allen Komponenten hier. Zusammen mit der Tomate. Grandios. Also, meine absolute Empfehlung. Natürlich, wie gesagt, nicht unbedingt als regulären Salat zu sehen, aber ein ganz, ganz leckeres Essen. Ja, ich verlinke euch das Rezept. Wie gesagt, kleine Abwandlung, dass ich 3 Knoblauch genommen habe und etwas mehr Tomate. Aber ansonsten habe ich mich ja wirklich, 200 Gramm des Käses, aber ansonsten habe ich mich ja wirklich genau dran gehalten. Ich schmaus das jetzt. Jetzt gucke ich gleich noch schnell nach meinem Feta, den ich dazu esse. Und ja, sag dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!